Na Leute, bereit für noch mehr Action auf der Terminekarte hier bei Hyrule Warriors? Gut, es geht natürlich direkt wieder weiter. Und dieses Mal seht ihr, ich wage mich mehr oder weniger erstmal in den Süden der Karte vor, weil ich mich eben gerne an die originale Reihenfolge des Spieles selber halten möchte. Majora's Mask, da ist man ja zuerst in den Süden, in die Sümpfe, dann noch nur an die Berge, danach zum Meer in den Westen und zum Schluss noch in den Canyon im Osten gegangen. Und deswegen möchte ich das eigentlich gerne so auch machen, in dieser Reihenfolge. Und hier besiege wieder als erster 400 Feinde, Stufe 2, eine Einzelschlacht. Begrenzt ist es auf Darunia. Und ich bekäme, wenn ich es schaffen sollte, einen Rat zu schaffen, einen Herzcontainer. Alles klar. Na dann wollen wir mal. Neue Mission, besiege 400 Feinde vor den anderen Truppen. Und Lana plane, was muss schnell gefistet werden. Ich meine, sie muss schnell besiegt werden. Dunkelruto schon wieder. Warum dein Dunkelruto? Warum überhaupt irgendjemand, der vom Wasserelement ist, mir so viel Schaden machen kann? Weil ich ja Feuer bin. Das ist ja mal voll gemein. So. Schön aufpassen. Und was? Und it's Hammer Time. Ich habe ja so ganz Sachen kaputt. Bam, 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 bam. Boom. Ich sollte mich lieber nicht mit Dunkelruto aufhalten, sondern... Oh, die Goraner sind auch diesmal hier. Dann kein Problem. Und zack. Jetzt nochmal Dunkelruto. Die beschützt Lana auch noch. Na warte, Herr Sane, ich habe doch keine Angst vor dir. Ganz bestimmt nicht. Und bam. Ja, du möchtest wohl ganz Stopp zermalen werden, was? Das kannst du haben. Ja, leg dich nicht mit Darunia. Der ist für dich einfach zu männlich. Der Fan hat schon wieder Verstärken erhalten. Ach nö. Wie muss denn das sein? Ja gut, ich habe ja schon über 100 K.O.s. Insgesamt liege ich sogar vorne. Das ist auch gut so. Wow, falsche Richtung! Falsche Richtung geworfen, Darunia. So, und jetzt gibt's aufs Maul hier. Take this! Bam! Aber jetzt sind schon zwei Dunkelrutos da. Wollt ihr mich verkohle pimpeln? Das geht doch nicht! Nee, das könnt ihr doch mit mir nicht machen. Also echt jetzt. Das Zeitlimit an sich ist jetzt zum Glück eh hoch genug, so was. Zack, Alter, ich schaff das einfach nicht, diese dumme Lana-Bitch hier zu besiegen. Die hält mir schon wieder viel zu viel aus. Oh, Magie-Krugtransport sind da wurde gesichtet, aber gerade da unten, wo ich nicht bin. So, hier, friss Laberbrocken, boom. Warum stirbst du nicht endlich mal? So, hier, für dich. Ein heißes Geschenk. Wow, Vorsicht. Moment. Zack, zack, zack. Immer wie sehe ich den falschen an. Oh, Vorsicht. Daneben. So. Teile fertig drum. Ja, fick dich, du Fotze. Arschloch. Ich das hasse. Jetzt sind die stärker geworden. Dabei habe ich sie jetzt gerade gekillt. Ihr seid doch alle scheiße. Ja, es nützt nicht. Ich mach mich aus dem Staub. Ja, jetzt machst du dich aus dem Staub. Feige dumme Pute, du. Ja, hast du das gesehen? Ja, ja, ich hab's gesehen. Das macht mich sauer! Jetzt haut doch endlich mal ab. Oh mein Gott, das ist auch nur mein Handler hier. Und ausgerechnet natürlich in meiner Nähe aufgetaucht. Da mache ich mal lieber einen Rückzieher. Ein Pyroma... Ja, Pyroma plant etwas. Pyroma prügelt ins Koma. Und hier für euch. Bam. Der wollen wir da mal sehen, wenn du gegen mich abschneidest. Der alle Stinkefetzen, der braucht mir gar nicht auf die Nerven gehen. Er soll schön sein Maul halten, ich gehe mal über hier lang. Ich muss ja nur die K.O.s vor dem Feind schaffen, alles andere ist eh egal. Ich soll mich besser gar nicht erst mit diesen großen Spinnern aufhalten, die mir eh nur Schaden machen. Das ist eh nicht so gut. So, und jetzt Magie activated. Bochtanz, yeah, ich bin männlich, ich bin Darunia. Dabei ganz gut aus. Auf jeden Fall liege ich wesentlich weiter vorne. Schon 343 fühlen nicht mehr sehr viele K.O.s, nicht mal mehr 50 im Moment. Das ist auch gut so.
So, los Saruna, du schaffst es, du bist männlich. Das, was diese dumme Rute niemals sein wird, weil sonst wäre sie ja ein Zora-Prinz und keine Zora-Prinzessin, nicht wahr? Na gut, es gibt ja einen Twilight Princess, es gibt ja Prinz Radius, es ist ja ein Zora-Prinz. So, und jetzt boom! Riesige Arschbombe oder so, Bauchplatsche eher. Mission erfolgreich, tja, das war's. Du hast viele Feinde besiegt, ist nicht wahr. Haha, wir haben gewonnen! Und ich habe einen Hammer! Ja, Black Darunia ist einfach ein geiler Typ. So, den Rang A habe ich auf jeden Fall geschafft. Ein paar Monsterzähne, na klar, habe ich dem Monster die Zähne ausgeschlagen. Ist ja logisch. Mit dem Hammer. Ah, und endlich haben wir hier jetzt mal zwei Felder mit Kostümen aufgedeckt. Allerdings muss ich ja hier suchen. Und die Frage ist, kann ich das? Ja, hier auf jeden Fall, hier brauche ich nicht mal einen Kompass, hier reicht es ja, wenn ich hier wieder die Bombe benutze. Eine neue Ballon wurde freigeschaltet, nämlich ein neues Kostüm für Ruto. Genau, die bekommt hier nochmal ein neues Kostüm. Und hier... Oh. Aha. Was ist denn das hier für eine komische Blume? Warte mal, ich glaube hier... Aha, rette die Verbündeten als erst. Aber hier brauche ich ja was anderes. Hier brauche ich ja, glaube ich, die Deko-Maske, die Deko-Schale. Weil hier so eine komische Blume ist, ne? Ich meine, die Bombe kann ich ja schon benutzen. Hier. So, neue Belohnung wurde freigeschalten. Und zwar ein Kostüm für Sheik. Blöd ist halt nur, wenn ich die Schlacht jetzt schaffe, wird nach rechts nicht aufgedeckt, weil das gesperrt ist. Das ist ja doof. Nee, also da mache ich dann doch lieber erstmal hier unten. Und Ablenkungsmanöver Stufe 1. Okay, aber Ablenkungsmanöver, das hat mir auch nicht. Empfohlen Wasser begrenzt auf Ruto und Sheik. Ich mache es natürlich mit Ruto, aber es geht ja um ihr Kostüm. Also los, Ablenkungsmanöver Stufe 1. Es tut mir natürlich leid, dass ich jetzt ständig immer dieselben Charaktere zeige, aber ich werde euch bei Gelegenheit natürlich auch noch unter anderem ja Sheik in Ocarina of Time Outfit zeigen, ist eh ganz klar, aber im Moment, weil es ja hier um das Kostüm für Ruto geht, kann das, glaube ich, soweit ich weiß, auch nur sie bekommen und deswegen mache ich es auch wieder mit ihr in ihrem Master Quest Outfit, ne? Mit dem Lulu-Kostüm. Das steht ja wesentlich besser als das von Twilight Princess da, das ist mir zu rosa. Also, los! In diesem Kampf kann eine falsche Bewegung das ausbedeuten. Ja, eine große Armee rückt gegen dein Hauptquartier vor. Neue Mission, besiege alle feindlichen Hauptleute. Die große Armee wurde durch die Magie gestärkt. Ist ja fies. Ja, der Feind kann durch Besiegen der Magiesoldaten geschwächt werden. Gut, das hatten wir sogar schon mal. Ein einziges Mal hatten wir es schon mal. Magiesoldaten müssen schnell besiegt werden. So, den Dinodorus besiegt. Können wir den Vorposten hier einnehmen. Ja, habt ihr gesehen, wie ich diesen Kommandanten zurechtgestützt habe? Na, ich denke schon, dass die anderen das gesehen haben. Der Ruto hat auch so geile Kombos. Die mag ich ja so gesehen doch irgendwie lieber als Darunia, weil die etwas flotter kämpfen kann. So, oder sie kann eben den Quatsch hier. Die ganzen Feinde einfach mal hinfortspülen. Und jetzt... Magic! Die Nimbus gerade rückgegrute von der, soll sie es ruhig versuchen! Soll sie es doch versuchen!
Und gleich nochmal. Spinning me round like round like round like round. Was? Der Magiesoldat lebt ja immer noch. Mann! Triff den doch mal richtig, Ruto. Naruto? Naruto, wird das mal was? Den Namen kann man richtig leicht verarschen. Da klingt er gleich wie von jemand ganz, ganz anderem. Wow, Vorsicht. Beweg dich. Ihr müsst es mal wirklich machen. Geht mal so hin zu Ruto und sagt so, Naruto? Und schon klingt die wie jemand ganz anderes. Wie so ein ganz berühmter Manga-Charakter. Boom. Mann, wieso stirbt denn dieser scheiß Magiesoldat nicht? Der soll mal verrecken. Das ist doch nicht zu fassen. Wollt mich doch verarschen. So, komm her jetzt. Soll es endlich mal sterben, bitte. Immer noch nicht ganz. So, jetzt aber komm. Ja, Magiesoldat besiegt. Er hat's voll aufs Maul gekriegt. Die Nimbusgarde wurde durch die Niederlage des Magiesoldaten geschwächt. Wow, der kriegt sich ja gar nicht mehr ein. Ja gut, Wasser verursacht ja, wie man sehen kann, kontinuierlichen Schaden. Immer mal wieder so ein bisschen und da ist er gerade betäubt gewesen. West für Festen droht zu fallen? Seine Mutter droht zu fallen, bis sie die Treppe runterschubst. Das würde ich natürlich niemals machen, obwohl bei den fiesen Typen würde ich vielleicht sogar mal eine Ausnahme machen. Da müsste man ja gar nicht aufs fette Mama mal von der Treppe schubsen, obwohl hat der überhaupt sowas? Hast du sowas, du alte Nimbuskarte? Hast du eine fette Mama, die man von der Treppe schubsen kann? Das macht doch niemand freiwillig. Jetzt stirb endlich. So, immer schön mit dem Lichtbogen abballern. Dann nimmt der Schaden, kann mich dafür nicht angreifen, weil er kurz gestunt ist. Und... Na, stirb endlich! Warum stirbst du denn nicht? Ah, endlich. Geht doch. Du bist so stark, toll. Ich kann's halt. Ich muss natürlich aufpassen, dass unser Hauptgut hier nicht angegriffen wird. Da bewegt sich ja schon einer mehr oder weniger dorthin zu. Nimbuskarte wurde besiegt. Oh nö! Man handelt Tentakel verarschen? Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Handelt Tentakel bombardieren das Hauptquartier! Na gut. Meinetwegen. Aber ich erobere jetzt nicht die ganze Festung an. Ich werde nur die Manhandler Tentakel schnell ausschauen und logischerweise. Was sagen wir bloß, sind das jetzt 4 Stück? Das kommt mir so komisch vor, weil ich da 4 Punkte sehe, die blinken. Herob müssen wir. Ne, ich muss mal ganz kurz das Schlachtfeld checken. Sorry, aber dass ich nicht irgendwo hin, wo. Ah ne, da unten und da. Also da wo ich jetzt gerade bin, das ist irgendein anderer Trottel. Wer ist denn das? Wer ist dieser rote Punkt? Hallo? Aha, ach so, Magiesoldat ist das. Ach so. Naja, es wäre, glaube ich, jetzt wirklich besser. Oh mein Gott, da ist jemand in Gefahr. Ja, sofort wie der Trottel in Gefahr ist, ist er auch schon wieder geflohen. Er ist ein Volldepp. Diese Pyro-Hop-Männer sind echt zu nichts zu gebrauchen. Die allergrößten Flaschen. Wer hat die überhaupt zu Hop-Männern ernannt? Ich war das nicht. Was denkst du dir eigentlich, wer du bist, du scheiß Dreckstentakel? Darf doch mal nicht wahr sein. Die Nimbuskarte wurde erfolgreich abgelenkt, naja, mit sexy Naruto. Ist das doch kein Problem mit sexy Naruto, obwohl wir sind hier, glaube ich, im falschen Film. Der Herr Robman ist im Bedrängnis, der Herr Robman geht mir am Arsch vorbei. So. Wir sind die Dinger zurück. Was für eine Tragödie. Die Manhattan-Tentakel wurden besiegt, den Bombardement wurde ein Ende bereitet. Ja, das war auch meine Absicht. Deswegen bin ich ja hier. Oh mein Gott, da ist immer die Nutanier, unser Hauptquartier. Warum denn nur? Das ist jetzt nicht gut, da sollte ich mal lieber hin. Statt hier diese verfickte Quelle zu säubern. Hauptquartier geht vor. Geht auf jeden Fall vor. Schneller, bitte schneller. Für einen Heller bist du schneller, komm schon. Harry Hopman ist im Bedrängnis. Wer bedrängt bitte einen Harry Hopman? Was haben die davon? Das sieht ja noch nicht mal sexy. Warum sollte man sowas bedrängen? Mir geflohen. Sollte ich nicht vielleicht doch mal... Wow. Ich wollte sagen, sollte ich nicht vielleicht doch mal lieber den Magiesoldaten umbringen? Dass die nicht mehr gestärkt sind? Ich glaube, das wäre besser.
Welcher Wichser ist denn da jetzt in unserer Hockerte drinnen? Wer ist denn das? Was machst du denn hier? Was machst du denn? Alter! Ins Hirn gekackt oder was? Dicken offen gemacht. So sieht's wohl aus. Schmässige Rachen hatte ich raus. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich will doch nur Kostüm haben. Bitte. Alles andere ist mir doch Wumpe. Deswegen gibt's jetzt auf die Pumpe. Ich rede schon wieder nur mehr Quatsch, ich weiß. Tut mir doch sorry, es tut mir doch leid. So, was ist das? Ich denke schon. So, komm. Verrecke, verrecke, verrecke. In dieser Ecke. Diesmal war es wirklich eine Ecke. Oh mein Gott. Ah, da ist ja noch einer. Stirb. Dankeschön. Dinodomus besiegt. SP aufgefüllt. Ah, Level up. Ja, weißt du, wer ich bin? Ich weiß mal, wer du nicht bist. Du bist nicht nah. Bruto? Weißt du, wer du nicht bist? Hm? Ich sag's dir. Du bist nicht dieser komische Ninja-Junge da. Erstens bist du weiblich und dann sind wir hier in Hyrule Warriors. Aber ich fand den Namen so genial, wie ich da drauf gekommen bin. Hey, man kann doch eigentlich auch so sagen und dann klingt das schon so witzig und anders. Ah, das sollte man sich nicht drüber lustig machen. Der Manga ist jetzt zwar schon vorbei, aber er war, wenn ich jetzt sage, er war ganz toll, dann lüge ich wohl auch. Das Hawkeye droht zu fallen. Muss ich das nochmal erwähnen, mit wessen Mutter hier zu fallen droht, wenn hier mein Hauptquartier bedroht wird, dann gibt's aber auf der Poppes. Warum ist denn da jetzt schon wieder einer drin? Hallo? Wer ist in unserem Hauptquartier und macht Stunk? Wer glaubt, dass er da eine Party feiern kann? Exzellente Arbeit. Ja, wenn dein Hauptquartier gleich fällt, dann war das alles andere exzellente Arbeit. Dann war alles für die Fische. Ah, Powerbogen. So, wer ist denn hier jetzt am Stress machen? Dieser blöde Arschgetrottel-Depp, du ja. Was machen du da, hä? Du denkst, du bist ein cooler Depp, du bist scheiße hier. So. Westwehrfesseln gibt's nicht. Nee, Wehrfesseln droht zu fallen. Ja, das Hauptgut hat doch eh noch Hälfte seiner Energie zur Verfügung. Also was machen die mir jetzt schon so Panik? Sehr furchtbar. Immer diese Panik mache, wie in der Nachricht. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Und dann ist in Wirklichkeit gar nichts passiert. Oder es war auch nur halb so schlimm. Genauso wie sie zuletzt für Amerika diesen Mega-Blizzard vorher gesagt haben. Was war? 20 cm Neuschnee in New York. Ha! Das nenne ich Panik mache. Aber Hauptsache, die Leute waren wie verrückt und haben überall Hamsterkäufe gemacht. Warum man sich Hamster kaufen sollte, wenn man am Verhungern ist, weiß ich auch nicht genau. Warum nennt man das so? Weil sich ein Hamster gerne halt die Backen vollstopft, deswegen. So, Mensch, jetzt stirb doch mal, du Blöder. Wie lange mache ich das hier jetzt schon? 8,5 Minuten. Gar nicht mal so schlecht. Aber ich muss mich beeilen. Sonst kann ich das nicht mehr schaffen. So, die Nimbus gerade ist gleich Toast. Das passt eigentlich bei... naja. Bei Router passt das jetzt nicht so, wenn man sagt, er ist Toast. Sieht jetzt... Ja, aber Moment mal, hier... Ich habe mich nicht wie eine Prinzessin verhalten. Die Niederlage, der Nimbusgarde hat den Magiesoldaten zurückzufahren lassen. Voll Idiot, Nimbusgarde wurde besiegt. Morgen, Mission erfolgreich. Yo, man, aber ich muss immer noch mehr Typen besiegen. Ich habe noch immer keine 1200 Kos, verdammt. Aber hier, der schwächt einen Teil der feindlichen Truppe, weil sich der Magiesoldat zurückgezogen hat. Das ist doch gut so. Naruto, das hast du doch gut gemacht. Und die Tore zum völlig abgedreht wurde denn geöffnet. Jetzt werden wir da mal fett reinkrachen. Ne? Jetzt werden wir da fett reinkrachen. Machen wir Party. So. Warum ist mein Hauptquartier immer noch... da ist immer noch rot. Ich habe dafür keine Zeit mehr. Ich habe dafür echt keine Zeit mehr. Ich hoffe mal, die schaffen das auch ohne mich, weil sonst werde ich echt sauer. Ah, so, schön alles weggespült. Und jetzt ganz so schnell bitte hier rein. Dann ist hier reingekrochen und dann gibt's auf die Goschen. So, du fetter, auch nicht schon wieder so ein fetter Schildmobbel, der viel zu overpowered ist. Der stirbt ja wieder in 10 Jahren nicht. An einem Herzinfarkt. So, komm. Ja, so weggespült. Ja, wasch dich mal, du stinkst. Das ist ja fürchterlich. Ekelerregend. Pfui Teufel.
So, Magieattacke. Fischhagel. Ja, gehst du mal zur Nordsee, kaufst du mal ein Brötchen hier. Fischbrötchen, ne? Leckeres Heringsbaguette oder sowas. Wollte ich das auch nicht essen. Ich meine, ich mag zwar Fisch, aber sowas. So ein leckeres Backfischbaguette, das wäre schön. Hier, Fisch und Chips. Lecker. Fisch und Chips, das ist was Feines. Aber ich denke nicht, dass Ruto sowas essen würde. Die würde ja dann mehr oder weniger ihre eigene Art essen. Das ist dann auch nicht so schön. Ach du Scheiße, warum ist mein Upgrade hier? Da war der kurz. Okay, 11 Minuten Zeit, 3500 Schaden. Und wie sieht's aus mit Hauptquartier hier? Wie viel Energie hat das? Nicht mal mehr die Hälfte. Jetzt muss ich mich aber echt beeilen. Aber der Fettsack stirbt ja einfach nicht. Der will ja einfach nicht down gehen. Der hat ja immer noch die Hälfte seiner Lebensenergie. Ich fass es nicht. Wie kann man denn nur so fett sein? Geh doch mal abspecken hier. Ja, ich weiß, das sagt ausgerechnet ich, der ich auch ein dreistelliges Körpergewicht habe. Ich weiß. Da muss mich ja nicht jeder nachmachen. Ist doch ungesund. Warum hat der Nippelpiercing? Sowas habe ich nicht. Was finden die Leute überhaupt an sowas? Denkst du echt, du bist damit ein bisschen sexy? Ich glaube kaum. Aber wirklich nicht. So. Schaden 3600. Okay, ist immer noch. Immer noch im Rahmen. Immer noch. Immer noch, immer noch, immer noch. So. Komm schon. Stirb endlich! Stirb endlich! Und sagt Tschüss! Ja, da steht zwar höchste Gefahr, aber ich hab's geschafft! Ja! Puh, das war knapp. Ne, ne, Feuerfuß brauche ich nicht mehr besiegen, das war's. Der scheint sich nämlich nicht mehr stärken zu können. Er ist ein verdammter Vollidiot. Wir sind erfolgreich. Oh yeah! Das war's. Wir haben gewonnen, juhu! Wir feiern eine Party! Na bitte, es geht doch. Ruto hat mal wieder bewiesen, dass es einfach drauf hat, Rang A. Und endlich mal ein neues Kostüm. Bin ich schon gespannt, wie das jetzt aussieht. Ah, der Liebesballon für Tingle. Der Liebesballon gleich noch mit 4 Sternen. Er ist doch um einiges stärker als der normale rote Ballon, den er vorhin hatte. Gar nicht mal so schlecht. So, hier Zeppelin, kann man verkaufen. Dann kann man auch verkaufen. Dann kann man auch verkaufen. Neues Kostüm für Ruto freigeschaltet. Zora-Schuppen. Das werden wir uns jetzt noch ganz schnell anschauen, wie das genau aussieht. Aber ich glaube, ich kann es mir eh schon denken. So Kostüm. Zora-Schuppen. Ja. Ihr seht schon... Ruto trägt die Zora-Schuppen, also die Maske aus dem Spiel. Das ist das ganze Kostüm. Es ist vielleicht jetzt nicht so berauschend, aber bitte, Majora's Mask hat nun mal mit Masken zu tun. Und so sehen übrigens alle anderen Kostüme dann auch aus, die wir hier auf dieser Karte bekommen können. Was ich weiß, also wie jedem gibt es noch so ein Maskenkostüm. Jeder bekommt da irgendeine Maske. Ich glaube, der Einzige, der aus dem Rahmen fällt, ist der erwachsene normale Link. Der bekommt, glaube ich, das komplette Kostüm der grimmigen Gottheit. Nur habe ich das auf der Karte nicht finden können. Vielleicht bekommen wir das erst, wenn wir alle anderen haben. Vielleicht taucht das dann erst auf. Aber, ja, wie gesagt, ist jetzt nicht so super duper, aber es gehört einfach dazu. Und natürlich werde ich alle Kostüme holen und dann auch noch die 8-Bit-Waffen, weil da muss ich ja wieder den A-Rang schaffen und das wird nicht ganz so leicht. Na gut, im nächsten Part werde ich mich mal darum kümmern, hier endlich mal dieses Feld zu schaffen, weil hier... Aha, was müssen wir hier wieder machen? Aber da brauche ich auch wieder sowas, na blöd. Ah, Gameisen gegen den Fan, das kenne ich schon von der Schattenkarte. Aber da können wir endlich mal so eine Eulenstatue aktivieren. Und das heißt, sollte der Mond wieder mal runterkrachen, bleiben die ganzen Felder in der Umgebung trotzdem aufgedeckt. Also, sorry, dass das jetzt ein bisschen lange gedauert hat, aber wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Hyrule Warriors. Tschüss und ciao.